Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Alpha Saphir weiter. Endlich. Das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber na gut, mir kamen so ein paar Dinge dazwischen. Und jetzt sollte ich aber tatsächlich in den nächsten Tagen mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben und kann mich dann hoffentlich ganz aufopferungsvoll um meine Pokémon kümmern, denen es gut geht. So scheint es. Hat Papinella letztes Mal Level 18 erreicht? Oder ist es schon länger her? Ich weiß es nicht genau. In jedem Falle könnten wir jetzt einfach mal Reptane wieder ranlassen. Der war ja schon ewig nicht mehr beschäftigt. Ist irgendwie chronisch, unterbeschäftigt, der liebe kleine Reptane. Ich mache das übrigens immer so. Also ich weiß nicht, wie ihr Pokémon immer spielt. Aber ich habe es oftmals immer so gemacht, wenn ich mein Team dann hatte, was ja jetzt im Endeffekt eigentlich nur aus 3 Pokémon besteht, beziehungsweise 4 Pokémon mit Tentacha, aber das muss ja noch ein bisschen aufgepäppelt werden, bevor es irgendwann mal was wird. Immer wenn ich also mit diesem Pokémon kämpfe, ich wechsle das immer ab, also welches Pokémon ich als allererstes in die Startaufstellung packe. Wie auch immer wir es nennen wollen. Und zwar mache ich das zum einen erstmal vom Level abhängig, aber wenn alle Pokémon, wie zum Beispiel jetzt, das gleiche Level erreicht haben, dann mache ich es von den KP abhängig. Also sprich, wer die niedrigsten KP hat, der darf dann als erstes wieder ran. Und in dem Fall wäre es dann ja einfach mal Reptane. Magnarien und Papinella haben ihm da jetzt ein bisschen was voraus. So, und dann, ja, mal gucken. Und dann, wenn beides natürlich gleich ist, so wie bei Magnarien und Papinella, dann lasse ich einfach, ja, dann werfe ich eine Münze oder so. Keine Ahnung. Ist ja im Endeffekt auch egal. So, wir hatten beim letzten Mal Faustau Hafen verlassen. Wir können uns hier in diese wunderbaren Liegestühle hineinsetzen. Hineinlegen, hätte ich fast gesagt, aber nein, er setzt sich nur hin. Und jetzt schauen wir uns hier ein bisschen am Strand um. Auf Route 109. Weil hier ja ganz viele tolle Leute sind. Im schönsten Hafen war auch der beste Trainer. Ja, ja, genau. Den hatten wir beim letzten Mal noch auseinandergenommen. Und jetzt wird vorzugsweise hier wohl hoffentlich irgendwie sowas ähnliches wie ein toller Trainerkampf sein. Das ist für dich. Was? Oh, danke, kleines Mädchen. Pudersand. Wir nehmen allen Sand vom Strand und bauen damit eine ganz große Burg. Und dann sind wir Königin und König. Du darfst unser Diener sein. Das ist sehr reizend. Hallo, weißt du über die Pläne deiner Gattin in Spee? Eine tolle Sandburg zu bauen dauert ganz schön lange. Ja, aber ihr habt hier unendlich viel Material zur Verfügung. Also das sollte doch wohl einigermaßen andeutungsweise funktionieren. Ich wollte ganz kurz eigentlich nach Pudersand gucken. Ich glaube, das war... Genau, ein Item zum Tragen, samtiger Sand, der Attacken vom Typ Boden verstärkt. Das heißt, jedwedes Boden-Pokémon müsste einfach nur an diesen Strand hier rennen, sich ein bisschen Sand schnappen und dann wären dessen Bodenattacken verstärkt. Sehe ich das richtig? Tipps für Trainer. Pokémon mit gleichem Level haben nicht unbedingt identische Statuswerte. Pokémon, die von Trainern betreut werden, werden angeblich stärker als wilde Pokémon. Ja, weil Trainer halt richtig trainieren und so. Dö. Sonnenschirme sehen aus wie riesige Blumen, findest du nicht auch? Nö. Mäh. Ja, alles klar. So, wieder ein kleines Mädchen zum Heulen gebracht. Eine Herausforderung von Planscherin Lola. Yay. Azurill wird einfach mal in die Arena geworfen und bounced auf seinem kleinen süßen Ball fröhlich vor sich hin. Und da sollte ich doch mit Reptane relativ gute Chancen haben, wenn ich das mal so sehe. Zum Beispiel mit dem wundervollen Megasauger. Flup. Oh, nicht mal. Warum hätte Megasauger nicht, weil Wasser-Pokémon? Sind Pflanzenattacken gegen Azurill ist doch... Ach nee, Moment. Azurill ist gar kein Wasser-Pokémon, oder? Es ist nur ein Feen-Pokémon. Oder irgendwie sowas dämliches, komisches war doch dann irgendwann da. Das war doch irgendwie so ganz, ja, nicht nachvollziehbar. Ich meine, das hat mich gerade ein Blubber angegriffen. Hallo? Natürlich ist es ein Wasser-Pokémon. Es ist blau. Es ist ein Wasser-Pokémon. Mami, hab er da. So, 56 Poké-Dollar noch abgeknöpft. Ich fühle mich wie ein guter Mensch. Ja, das war ein kurzes Intermezzo von Reptane. Ja, wer darf als nächstes? Magnarien vielleicht mal. Den hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, glaube ich. Von oben sieht der Strand wie ein Blumengarten aus. Ach, hör auf. Kinder und ihre alberne Fantasie. Das ist ja lächerlich. Hab ich einen Durst. Ich hätte Lust auf einen Sprudel im Strandhaus. Ja, dann hol dir doch einen Sprudel. Ich hab leider nicht so viel Taschengeld.
Eine Herausforderung von Planscher Günther. Der Günther. Der Jauch. Ja. Zickzacks wird von Günther eingesetzt. Ja. Und warum hat das kleine Kind nicht so viel Taschengeld? Natürlich, weil es andauernd in irgendwelchen illegalen Pokémon-Kämpfen verliert. Mein Gott. Sind diese Kämpfe eigentlich durch irgendeine Instanz abgesegnet? Ich meine, allein schon, was... Ihr wisst schon. Was das Monetäre angeht? Also, wer sagt denn, wer wem dann nach einem Pokémon-Kampf Geld geben muss und so weiter und so weiter. Also irgendwie, ich finde das ein bisschen fragwürdig, kleine Kinder so abzuzocken. Ehren gewinnt 56 Pokédollar. Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass du keine Pokémon-Kämpfe austragen darfst, wenn du pleite bist? Weil sonst könnte andere Trainer auch sagen, oh cool, ich habe gegen dich gewonnen, jetzt will ich Geld haben. Und dann sagst du so, nee, ich bin pleite, tut mir leid, kriegst nichts. Und dann haut dir der andere Trainer einfach einer aufs Maul, weil du kein Geld hast. Das ist irgendwie ein bisschen... Dieses ganze System ist ein bisschen fragwürdig. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Mein Schwimmring, er sieht aus wie ein riesiger Donut. Beiß doch mal rein. Flapp. So, und dann irgendwie Luft raus und der kleine Günther fliegt im hohen Bogen irgendwie durch die Gegend. Kleine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Das strengt an. Aber meine Kinder sind bei meinen Pokémon. Da sind sie gut aufgehoben. Obwohl... Ja, wälz mal die gesamte Verantwortung auf deine Pokémon ab. Ist super. Kämpfen gegen mich? Das sind tolle Elternteile, oder? Ja. Vor allem am Strand. Hallo, gerade am Strand darfst du deine Kinder nicht allein lassen. Matrose Monty. Monty der Maulwurf? So gefährlich. Noch ein Grund, warum ich glaube ich niemals Kinder haben will. Weil ich keine Verantwortung übernehmen möchte. Das wäre mir viel zu anstrengend, hallo? Also irgendwie die ganze Zeit auf etwas aufpassen zu müssen, was Kleines anders ist und irgendwie zu dir gehört, das ist... Nee. Irgendwie nicht. Warum setzen sich Eltern so einer Sache aus? Ich verstehe das nicht. Irgendwie viele Leute rutschen, glaube ich, in sowas auch nur mehr oder weniger rein und dann denken sie sich so, naja, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Keine Ahnung. Ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich stehe dem ganzen Thema immer so ein bisschen... Oh, das könnte böse werden. Aua. Ich stehe dem ganzen Thema immer so ein bisschen kritisch gegenüber und so. Ja. Im Endeffekt, glaube ich, liegt da irgendwie eine gewisse mehr oder weniger begründete Angst in mir zugrunde, die was das Thema Kinder angeht. Ich meine, mittlerweile wäre ich in einem Alter, wo man prinzipiell über Kinder nachdenken könnte oder sollte oder wo andere Leute schon 5 Kinder haben. Aber... Das ist meine Antwort. Monty hat's gut zusammengefasst. Du musst wissen, dass ich sonst viel stärker bin. Im Moment bin ich nur seekrank. Eigentlich bin ich Matrose, aber... Weil er seekrank ist, ist er die ganze Zeit hin und her gelaufen. Yo, Trainer. Yo. Bist du in Eile? Musst wieder fort? Erfrisch dich doch an Papas Ort. Ach so. Strandhaus. Heiße Kämpfe am Strand. Trainer, in deren Herzen das Feuer der Leidenschaft brennt, hereinspaziert. Das Feuer der Leidenschaft. Das ist ja... Herz allerliebst. Oh, was ist denn hier oben? Hering findet das Item AP+. Cool. Steck ich ein. Werde ich niemals benutzen, aber egal. Weil das eines dieser Items ist, kann man AP+ irgendwo kaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, hier, Strandhaus, wie sieht's aus? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ich zeig dir jetzt mal, wie toll mein Pokémon ist. Aber nicht, dass du mir dann gleich losheulst. Ich werde mich beherrschen, Kleiner. Denke ich mir zumindest so. Eine Herausforderung von Planscher Simon. Azuril wird von... Ja, gut, okay, das ist toll. Wie war das bei Unlicht und Fee? Sind Unlicht-Pokémon gut gegen Feen-Pokémon? Oder sind Feen-Pokémon gut? Wir probieren es einfach mal aus. So. Aha. Feen-Pokémon sind gut gegen Unlicht. Das ist sehr gut zu wissen. Ja. Gut, dass ich es mal ausprobiert habe. Plups. Azuril wurde besiegt. Schnubbidubbidub. Magnarien erhält ein paar Erfahrungspunkte. Und der Rest meines Teams wird auch super stark. Ich hab verloren, aber ich werde nicht anfangen zu heulen. Das ist sehr nett von dir. Und jetzt gib mir dein Geld. Wenn mich mein Pokémon doch nur übers Wasser tragen könnte, dann wäre ich den ollen Schwimmreifen hier los. Ja, dann entwickel dein verdammtes Azuril einfach mal.
damit es eben kein Feen-Pokémon mehr ist. Wenn Azuril kein Wasser-Pokémon ist, kann es dann trotzdem schwimmen? Aufgrund des komischen Balls ja irgendwie schon. Dadurch bleibt es ja... Wenn du Lust auf einen heißen Kampf hast, bist du bei mir genau richtig. Ja, ja, laber nicht. Aufgrund dieses Balls müsste es ja die ganze Zeit oben schwimmen können. Eine Herausforderung von Matrose Reto. Zumindest war das doch der Gag immer bei diesem... Also bei Meryl und... Azumeryl? Hat Azumeryl auch noch so einen komischen Knubbel hinten? Doch. Der komische Schwanz. Also dieses... Das bleibt doch erhalten bei Azumeryl, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Hinterteil von Azumeryl aussieht. Wird wahrscheinlich vorhanden sein, weil das so ziemlich... Das ist mit eine der Charakteristiken, die irgendwie diese Meryl-Gruppe auszeichnen, glaube ich. Der komische Schwanz, der komische Ball, der da hinten irgendwie dranhängt. Ich stelle mir das ja super unpraktisch vor, insbesondere wenn man sie an Land fortbewegt. Aber so im Wasser könnte das eventuell ganz nett sein. Wenn man sich selber vielleicht auch so dran festhalten kann oder so. Aua! Warum tust du meinem Magnarien so weh? Stürbige! Olles kleines Macholo, stürbige jetzt auf der Stelle. Ja, gut. Bleibt aber trotzdem die Frage, wenn Azuril jetzt also kein Wasser-Pokémon ist, kann es dann trotzdem schwimmen oder nicht? Prinzipiell ja irgendwie schon. Wenn wir zum Beispiel mal den Anime zugrunde legen, da konnten solche Pokémon wie Pikachu oder dergleichen ja auch schwimmen, obwohl sie keine Wasser-Pokémon waren. Ist so wie bei echten Tieren. Das war auf jeden Fall ein heißer Kampf. Dass ich den verloren habe, kann ich gut verkraften. Ich meine, Hund kann oftmals, ich weiß nicht ob immer, aber oftmals ja auch irgendwie schwimmen. Hunde paddeln halt. Er wird sich schon irgendwie über Wasser halten können. Graphitport City bedeutet für mich heiße Kämpfe und eisgekühlte Sprudel. Das wird sich auf Pokémon also ungefähr übertragen lassen, denke ich. Moment. Magnarien. Wir tauschen dich mal ganz kurz aus. Du darfst mal kurz auf die Ersatzbank gehen. Lass mal ein bisschen Papinella ran. Wäre mir ganz lieb. Langweilige Kämpfe sind reine Zeitverschwendung. Es sind die leidenschaftlich feurigen Kämpfe, die Trainer und Pokémon weiterbringen. Bald können wir uns natürlich auch Gedanken machen, ob und wann wir... Oh, Schönheit Cordula! Mit so einem stylischen Pokéball-Anhänger. Oder war das ein richtiger Pokéball, den sie da so mit sich rumgetragen hat? Man weiß es nicht. Wir könnten bei Zeiten irgendwann natürlich auch drüber nachdenken, wann wir Tentacha mal in die Schlacht schicken. Ich meine, so ein bisschen... Lurks. So ein bisschen hängt Tentacha ja noch zurück, deswegen wäre das immer so ein... Naja. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben mit dem Trainieren und so, ne? Also, wenn es relativ aussichtslos ist, dass Tentacha da was reißt, dann brauchen wir es nicht unnötig in die Schlacht schicken. Aber irgendwann bei Zeiten dürfte es sich dann ruhig mal seine Sporen verdienen. Da war Feuer drin und ich gewinne jede Menge Geld von dir. Yay, Schnecke, dankeschön. Oh, bin ich durstig? Vielleicht sollte ich einen Sprudel trinken. Ja, wenn du jetzt noch Geld übrig hast, dann nur zu. Ich warte hier schon ewig auf mein Essen. Das verhagelt mir meine Laune, aber mal richtig. Schlechter Laden, also ja. Mieser Service hier. Eine Herausforderung von halbstarke Kati. Halbstarke. Das ist also dein offizieller Rang, hätte ich jetzt fast gesagt. Deine offizielle Bezeichnung? Bezeichnet sie sich selber als halbstarke? Oder ist es so etwas, dieses Halbstarke und so, diese allgemeinen Bezeichnungen? Sind das so Bezeichnungen, die denken wir uns doch eher so im Kopf aus, oder? Und denken so, aha, das ist ein Schnösel, das ist ein Wanderer, das ist eine Halbstarke. Irgendwie sowas in der Art. Wenn die das alle wüssten. Wie wir sie einfach mal, wir kennen diese Leute nicht mal und wir stecken sie in irgendwelche Schubladen rein. Das ist echt nicht feierlich. Schubladendenken gehört abgeschafft. Eigentlich. Denn wäre diese Welt unter Umständen ein besserer Ort. Aber wir sind nun mal alle Menschen und im Grunde genommen denken wir eigentlich fast alle irgendwie ein bisschen in Schubladen. Oftmals zumindest. Hilft ja auch irgendwie. Wäre ja auch schlimm, wenn man gewisse Dinge nicht so einschätzen könnte im Vorfeld oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich will was essen, jetzt! Hering gewinnt 480 Poké-Dollar. Yay. Das Zeug, das man hier zu essen kriegt, ist irgendwie was Besonderes, oder? Schmeckt nicht unbedingt besser als sonst wo, aber darauf verzichten möchte ich nicht. Aha. Gut zu wissen. Flummel ist mittlerweile auch ziemlich stark geworden mit Level 17. Ist mir gar nicht so sehr aufgefallen. Aber na gut. So. Wieder Zeit für Reptane? Ein bisschen Reptane-Action? Wann entwickelt sich Flummel?
Level 18 vielleicht? Level 20? Wer weiß das schon? Hey du da! Was schaust du mich so komisch an? Du willst mir doch nicht etwa mein Eis klauen? Nein, Sir. Ich will Ihnen nicht Ihr Eis klauen. Du willst mir mein Eis klauen? Eine Herausforderung von Raubein Bert. Ja. Dem möchte ich ganz bestimmt sein Eis klauen. Was der sich so für Eissorten bestellt? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Bödödö, wie, wo, was könnte ich... Was war eigentlich genau nochmal mit Zornklinge? Ah, das war zum Beispiel sehr effektiv gegen Unlicht. Ab und zu ist mein Gefühl doch irgendwie ganz okay, so, ja. Instinktiv haue ich ja doch mal ein paar gute Sachen raus. Setzt als nächstes Carnivania ein. Oh, das ist ja ein Freudenfest. Ein Wasser-Unlicht-Pokémon. Da mache ich doch einfach mal so. Auch wenn ich glaube, dass ich mir jetzt wehtue, oder? Ja, genau, Rauhaut. Wenn ich einen komischen Sauger benutzt hätte, wäre es, glaube ich, nicht passiert, weil das eine Spezialattacke ist. Und dann gehe ich ja nicht direkt an ihn ran. Zickzacks erreicht Level 16. Tentacher erreicht Level 12. Und ich besiege das Raubein. Wie bist du denn drauf? Alter, ey, komm mal klar. Okay, ist ja gut. Oh, und ein geschmolzen. Mein Eis. Dafür verhaue ich dich jetzt. Nix. Ja. Hat ja keiner gesagt, dass es immer Spaß machen würde, Pokémon-Trainer zu sein. So, schicken wir Magnarien wieder in die Schlacht oder... Ja, könnte gut laufen, könnte nicht gut laufen. Keine Ahnung, je nachdem, was für ein Gegner kommt. Wie sieht's hier eigentlich so aus mit... Das ist eine Eismaschine. Mhm. Ich wollte sagen, wie sieht's aus mit... Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mare zu mir sagen. Mr. Mare, Mr. Mare. Ich liebe nichts mehr, als heißen Pokémon-Kämpfen zuzusehen. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Hab ich doch schon. Oder nicht? Oder nicht? Das waren wirklich brandheiße Pokémon-Kämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Hier hast du 6 Flaschen Sprudel. Yay, Sprudel! Sprudeltastisch! Dankeschön. Möchtest du etwas Sprudel kaufen? Pokémon lieben ihn. Nur 300 Poké... Nein. Oh, das ist aber wirklich schade. Ich mag Limonade sowieso viel mehr als den ollen Sprudel. Echt mal. In der Gefriertruhe liegt lecker aussehendes Eis. Kann ich Eis haben? Ich will ein bisschen Eis haben. Ein Flutschfinger oder so. Gib mir ein. Okay. Dann halt nicht. Gut, Leute. War lustig bei euch. Mensch. So viele Kämpfe in dieser Folge. Wir machen nichts anderes. Doop, di doop, di doop, doop, doop. Von oben sieht der Strand... Ja. Was warst du? Das Wasser in diesen Breiten ist sauber. Aber manchmal sammle ich zusammen mit meinem Zickzacks den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz also wieder zurück. Ja, gut. Wieder was gelernt. So, wer will denn jetzt hier wieder gegen mich kämpfen? Eine Revanche von Günther. Oh, da will es aber einer jetzt mal so richtig wissen, ne? Wo war denn Günther? Günther? Hab ich einen Durst, ich hätte Lust auf Sprudel. Sprudel. Der hat mich doch jetzt nur deswegen wieder hierher bestellt, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Komm mit. So, hast du deinen Zickzacks schlagartig um 10 Level nach oben trainieren können innerhalb der letzten 10 Minuten? Naja, nicht so ganz. Aber es wird irgendwann langsam mal. So, ja. Bissattacke würde ich sagen. Weil, Unlichtattacke. Cooler Augen. Ach so, Cooler Augen war diese Erstschlag-Attacke, ne? Also, Attacke in Anführungszeichen. Weshalb ich jetzt trotz Flinkklaue nicht als erstes zuschlagen durfte. Sehr, sehr schön. So, wieder ein paar Erfahrungspunkte eingeheimst. Und Günther weiter abgezockt. Dann können wir ja jetzt weitergehen. Und die Stadt betreten. Graphitport City. Markt von Graphitport City. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Yay, gucken wir uns später an, Fragezeichen. Was war hier auf der rechten Seite? Irgendwas Besonderes? Hi. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Wer weiß, vielleicht.
Keine Ahnung. Jetzt ist es zu spät. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es wohl durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist? Nein. Definitiv nicht. Aber na gut. Schön. Schöne Geschichte jedenfalls, lieber Matrose. Gehen wir jetzt hier direkt in den Markt rein oder labern wir hier mit Leuten? Das ist wieder eine große Stadt, glaube ich. Eine Laberstadt. Das heißt, wir werden hier eine halbe Ewigkeit unterwegs sein und viel mit Leuten reden dürfen. Wir dürfen irgendwann zwischenzeitlich auch mal unsere Pokémon heilen und dann mal schauen, wen wir denn Spannendes und Interessantes hier treffen werden. Ich bin ja neugierig, ihr hoffentlich auch. Für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein mit Pokémon Alpha Saphir. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.